Yo, 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 servus, mein Name ist Electekner und ich darf euch willkommen heißen zum 22. und damit dem allerletzten Spieltag der GPL Season 5 Liga 2. Wir treten an gegen unseren guten Freund Marvin aka Asalakorn und natürlich hier der obligatorische Hinweis, wenn ihr wissen wollt, warum er wann in welchem Play gemacht hat, dann gibt es natürlich keine bessere Adresse, das herauszufinden, als auf seinem Kanal, denn er lädt das Video natürlich auch aus seiner Perspektive hoch und ich glaube, er macht sogar Live-Commentary dieses Mal. Ich weiß nicht, ob er am Ende, ich glaube, der hat die ganze Season über eigentlich meistens nachkommentiert, deswegen eine der wenigen Live-Aufnahmen auf jeden Fall. Gut, es geht für uns um nichts mehr, wir sind safe auf Platz 2, da ja Maxi letzten den Spieltag gegen Scoutly verloren hat. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme einfach mal ein paar Meme-Sets mit, die ich über die Season mitgenommen habe. Und die manchmal geklappt haben, manchmal nicht. Und gebe denen halt nochmal so eine letzte Chance zu scheinen. Und zwar haben wir dabei unser Magierner mit der Ockerberry, wie am allerersten Spieltag, als Barty noch sein Sat-X hatte. Dann Life Orb, Lycanroc, Metronom Greninja. Ein Heatrock, Rotom Heat, speziell defensiv, um dafür mein Chlorophyll, Pisaflor, die Sonne rauszuholen und am Ende noch ein Light Clay Pillow Swile mit Reflect und Light Screen. Ihr könnt natürlich auch in der Videobeschreibung nachgucken, da habe ich euch wieder einen Pastebin verlinkt, beziehungsweise ich blende euch die Sets hier wahrscheinlich eh einfach nur ein, dann ist es am leichtesten für alle. Marvin hat mitgenommen sein Donphan, sein Latios, sein Infernape, sein Milotic, sein Staraptor und sein Kapuriki. Für Marvin geht es um den vorletzten Platz, das heißt, wenn er gewinnt, dann ist er Vorletzter, wenn nicht, ist nicht so cool. Und ja, ich sage, ich habe jetzt kein wirkliches Tryhard-Team dabei, ich habe einfach Mons mitgenommen, auf die ich Lust habe und hoffe, dass ich die irgendwie zum Laufen bringen kann. Wo ich sein Team so sehe, hat Pisaflor relativ gute Karten durchzugehen. Wenn ich irgendwie einen SD rauskriege, dann sieht das schon relativ gut aus. Ich muss eigentlich nur sein Donphan ein bisschen anchippen, weil ich weiß nicht mal, ob eine Plus 2 Power Whip reicht. Weil Plus 2 wahrscheinlich schon, aber eine ungeboostete Power Whip, da muss ich auf jeden Fall Chip Damage raufkriegen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir springen einfach in den Kampf ohne großes Pipapo und bringen das Ganze hinter uns und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. So, der Marvin aka Pokémon Trainer Rin fordert uns zum Kampf heraus, zum Rematch heraus, so, und womöglich ist das schon sein zweiter Fehler, denn in der Hinrunde konnten wir knapp gegen Marvin gewinnen. Hier kommt Jack und Baby 5. Ich habe mich entschieden, auch einfach mal One Piece Nicknames zu nehmen, weil ich feiere One Piece eigentlich genauso hart wie Marvin, deswegen hat das schon ganz gut gepasst. Hier wird er natürlich rausgehen, weil ich will doch nicht First Turn das EQ fressen. Er macht es aber ganz gut, beziehungsweise er verliert hier relativ gar nichts, wenn er einfach mal auf die Rocks geht. Und ich dachte mir, okay, ich will einfach nur Damage auf das Don fahren, um mit Bisaflor später was machen zu können. Drücke hier einfach mal die Overheat. Er geht in sein Latios, das ist relativ gut, das Switch in eigentlich alle Rotoms ist, bis auf Rotom Frost. Allerdings habe ich dem Schmarotzer ein Set und ja, falls er jetzt die Lee drückt, kann ich ihn da im besten Fall sogar schon rausnehmen, dank des Chip Damage von Overheat. Er scoutet aber für den Foul Play und geht in sein Don Farm, was für mich relativ okay ist. Ich breche die Sturdy, mache ganz guten Chip Damage drauf, viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ich will nur nicht das Don Farm full ist. So, jetzt gehe ich mein Whitebeard, da das relativ alles von Donphan abfangen können sollte, und ich kann meine Screens rausholen und ich habe ihm Light Clay drauf, das heißt, ich habe die Screens dann quasi doppelt so lange, nicht doppelt so lange, aber ein paar Runden länger, drei Runden länger, ne, statt 5-8 Runden, so müsste das irgendwie sein mit Light Clay. Er geht in sein Peru und jetzt sehen wir die Intimidate und ich dachte mir so, hä, hat er jetzt Fist Death Staraptor. Allgemein sehr stranger Switch. Ich meine, Rocks waren zwar obvious, aber was ist, wenn ich doch für die Ice Duck gegangen wäre, dann wäre es nicht der Raptor hier schon ziemlich hart angeschlagen. Aber okay. Ja, auf jeden Fall habe ich einen Fleck draußen und dachte mir, okay, gönne ich mir den Lightscreen auch noch. Einfach um ein bisschen freier hin und her switchen zu können, da seine Attacken weniger Damage machen. Hier triggert auch sein Flame Orb. Ja, ich bin kein Fan von Flame Orb Milotic, aber natürlich, ja, es erhöht jetzt seine Fist Death um ein paar Punkte mehr und das macht mir jetzt wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten mehr. Ich gehe jetzt einfach wieder mein B5, denn ich habe relativ viel Bulk Investment und ja, dank Light Screen macht das Ganze so gut wie überhaupt keinen Schaden.
Und wir kriegen ein bisschen Chip dank dem Flame Orb. Jetzt dachte ich mir, ich könnte Voltwechsel drücken, ich könnte Ice Beam drücken, falls ich Dawnfang predikte, oder ich könnte einfach nur Dings drücken, die Flöcken und ein bisschen Damage rauszuholen. Mache auch relativ adäquaten Schaden, aber wie gleich sehen wird, kommt der Miracode. Ich hätte nicht gedacht, dass das straight für den Miracode geht. Und ja, Miracode hilft auch Lightscreen nichts, da das einfach immer doppelt so viel Schaden macht, wie die Attacke, die man selbst auf den Gegner eingesetzt hat. Also ziemlich ärgerlich, mein Magierner verloren. Was noch ziemlich wichtig gewesen wäre für sein Staraptor und auch sein Infernape zumindest einmal luren hätte können. Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Ich gehe auf jeden Fall in Kaiutsu, da ich dachte, der Dark Pulse könnte jetzt schon reichen. Tut er aber nicht. Ah, aber ich kriege Gott sei Dank den Flinch. Der hat mir erzählt, der hat hier auf Recover gedrückt. Und ich habe aber, wie gesagt, das Metronom. Und es kommt darauf an, wann und ob der Flinch danach vielleicht irgendwann gekommen wäre. Dann hätte es vielleicht nicht so dramatisch gemattert, aber in der Situation war es natürlich für ihn hart bitter. Der Melodik war noch ein wichtiges Element für ihn. So, ich dachte jetzt so, okay, ist Marvin. Der rückt nicht die Elektroattacke. Der geht jetzt auf U-Turn oder irgendwas anderes. Und durch Reflect würde ich U-Turn tanken und dachte mir, komm, ich baller ihn jetzt einfach mal in den Dark Pulse raus. Denn ich habe in der Hinrunde, wenn ich eins gelernt habe, dann war es, dass er immer nur Wall Switch und U-Turn gedrückt hat. Ich war einfach schon so abgefuckt und dachte mir, no, diesmal nicht. Und gönn mir guten Chip-Damage auf diesen Kapuriki. Jetzt gehe ich aber in meinen Ofen, da ich mir jetzt schon dachte, okay, jetzt kommt eine Elektroattacke oder der U-Turn. Was er auch tut. Und ja, er kriegt jetzt natürlich die Switch-Advantage und geht wieder in sein Peru. Und ich war noch immer in der Meinung, okay, ist er echt Fist-Death, dann könnte ich sogar was leben und könnte vielleicht sogar schon die Sonne rausholen. Aber ich dachte mir, nee, ich will zuerst die Rocks haben, denn ich brauche den Chip-Damage auf Infernape und Latios ein bisschen, um mit Bisaflor safe den Knockout zu holen. Er hat dafür die Double-Edge, ich dachte mir, okay, ist fein. Aber das killt einfach. Das war, er ist Adamant Choice Band, das war tatsächlich die absolute Max-Roll, also er hatte 12% Chance, mich rauszunehmen, hat sie halt erwischt. Und die Intimidate war einfach ein Channing-Fehler, aber in dem Fall kam sie natürlich zugute, da ich eher von dem defensiveren Staraptor ausgegangen bin. Naja, jetzt muss er auf jeden Fall in Pillowswine gehen und ihn mit Ice Shard in eine Range bringen, wo Kaiutsu ihn dann revengen kann. Denn wie ihr seht, der Double Edge reicht auch hier auf mein Pillowswine locker easy aus. Kriege wieder ein bisschen Chip Damage durch den Recoil. Und kann jetzt hier mein Yokozuna gehen und ja, ich habe einfach Water Shuriken gedrückt. Sollte ja doch nicht Choice Locked sein und jetzt den Rukzuki-Hieb raushauen, aber eigentlich muss er ja Choice Bandit sein, wie ihr am Schaden gesehen habt. Anders geht das mit Lycanroc natürlich nicht. Und ja, Greninja gönnt sich einen weiteren Kill für die Killrangliste nochmal ganz adäquat. Und jetzt kommt sein Fujitora rein. Und ich dachte mir, ich bleibe einfach drin und drücke Dark Pulse, denn danach kann ich dann in meinen Rotom gehen und die Sonne rausholen und ihn versuchen zu Reverse Sweepen. Obwohl das natürlich kritisch ist, denn ich muss um Infernape ein bisschen rumrum spielen, da ich das ja noch nicht rausnehmen kann. Gehe für den Dark Pulse, reicht leider knapp nicht aus und er geht für Draco und der Mist. Und ja, das ist wieder so dumm, das ist wieder so Unglück im Glück, denn eigentlich wollte ich ja, dass Greninja stirbt und der für Draco geht und minus 2 hat, damit ich die Sonne rauskriege. Jetzt gehe ich dann für die Water Shuriken, da ich ja das Metronom habe und gegen sein restliches Team prinzipiell einfach Water Shuriken drücken kann. Hier mache ich aber eigentlich einen Fehler. Ich hätte eigentlich rausgehen sollen, noch einmal in Rocks reinkommen, dann wäre ich nämlich in Torrent Range gewesen. Und dann hätte ich eigentlich safe alles in sein Team rausnehmen können, dank Metronom und Torrent. Ihr seht, hier kriege ich 3 Hits, er hat zwar die Baschelbeere dabei, das heißt, das reicht nicht ganz. 4 Hits hätten gereicht, aber ich hätte natürlich auch 2 bekommen können, deswegen hat das jetzt nicht wirklich gemattert. Er kann mich hier mit Earthquake rausnehmen. Gut, ich glaube, ich habe jetzt noch mein Rotom und mein Bisaflor. Und jetzt kommt es darauf an, ob er einfach die Steinkante oder Knockoff oder so hat, damit er mein Rotom rausnehmen kann, denn ich kann mein Bisaflor nicht hart in eine Ice Shard rein switchen und setupen. Und er geht für die Ice Shard, wo ich mir schon denke, Alter, nee. Ist jetzt nicht sein Ernst, dass er nichts gegen Rotom machen kann, oder? Drück hier für Sunny Day. Und ja, eigentlich will ich, dass er mich rausnimmt und ich mit Bisaflor einen Free Turn habe, wo ich dann SD drücken kann, denn danach wäre GG. Auf plus minus 0 reicht mein Schaden gegen Infernape einfach nicht aus, aber geht weiter auf Ice Shard. Ich gehe auf Wall Switch in der Hoffnung, dass er vielleicht rausgeht oder mich endlich rausnimmt. Aber ich sehe da schon, okay, es hat keinen Sinn, ich muss einfach im Gamblen. Und drücke hier für den Foulplay, um seinen Northrun rauszunehmen. Auch nochmal ein abschließender Kill für Rotom, auch ganz nett.
Und jetzt kommt sein Ace rein. Und ja, meine einzige Chance ist es, wenn er auf Close Combat geht, was er tatsächlich gut und danach gegen Bisaflor drin bleibt und nicht das, die Chlorophyll-Sweep erwartet. Was aber natürlich sein kann. Also warum soll ich sonst die Sonne rausholen? Das würde ja keinen Sinn machen eigentlich. Gehe hier also in Little Garden. Und ja, nachdem er minus 1 ist, wegen dem EQ, wegen Close Combat, kann ich ihn mit EQ theoretisch rausnehmen. Außer hat vielleicht ein Sash oder so. Und er hat Beam Com. Und es reicht, Gott sei Dank. Und jetzt hat er nur sein Kaburiki, das ich ebenfalls outspeede in der Sonne. Und ihn mit einem EQ rausnehmen kann. Außer hat vielleicht die Schuhkaperie oder so. Und dann noch Brave Bird. Sonst sieht das für Bisaflor ziemlich gut aus. Und ich kann vielleicht echt einen Chlorophyll Late Game Sweep hinlegen. Er hat Beam Com. Wir sind keine Schuhkaperie. Und ja, es reicht. Und wir gewinnen jetzt somit den Spieltag, den allerletzten Spieltag nochmal 1-0 gegen Marvin und kommen, glaube ich, auf eine Gesamtpunktzahl von 51 Punkten. Auf jeden Fall GG an Marvin. Er war nach dem Kampf ein bisschen, ja, salty will ich jetzt gar nicht. Salty nicht, aber ein bisschen mad halt einfach, weil er ein bisschen, weil er halt die Sets nicht am Schirm gehabt hat. Und die waren auch hart random, da musste ich ihn auch in Schutz nehmen und ja. Wie gesagt, wie soll ich das sonst noch formulieren? Ich habe mir fehlen ein bisschen die Worte zu dem Ganzen. Wir mussten relativ früh spielen. Am Samstag, weil ich jetzt einfach keine Zeit mehr habe. Heute ist Sonntag und ich mache den ganzen Quatsch jetzt fertig, weil ich einfach ab morgen, also ab Montag für mich, arbeiten gehe. Und ja, da ist jetzt mit dem Zeitmanagement ein bisschen kritisch. Ich muss auch nämlich noch ein paar andere Dinge abseits der Arbeit erledigen und ja, Zeit war noch nie so ein wertvolles Gut für mich wie aktuell und deswegen muss ich da echt einen guten, wie sagt man, Zeitmanagementplan aufstellen. Auf jeden Fall GG an Marvin und ja, ich hau nächste Woche noch ein GPL Recap raus, wo ich nochmal die Saison für mich resumiere und ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen, die Meme-Sets haben euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Marvin vorbei und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut, haut rein, euer Elis, servus. Ele Kids, glaub ich, ist die Crew, Ele Kids, glaub ich, ist die Crew. Und bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.